Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zum ersten Video von eurem Hansa-Fan im Jahr 2021. Ich wünsche euch allen ein fröhliches, gesundes neues Jahr. Hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht, auch wenn es in diesem Jahr wirklich extrem anders war. Wir wissen es alle, es ist, ja, man konnte nur im ganz, ganz kleinen Rahmen feiern. Auch ich habe nur mit ganz wenigen Freunden zusammen gefeiert. Das war trotzdem toll, eine tolle Party. Aber natürlich hoffen wir, dass es dann in diesem Jahr, Ende des Jahres, wieder eine bessere Party geben wird. Aber was wir natürlich auch vor allem hoffen ist, dass vor allem Normalität wieder in unser Leben zurückkehren wird, denn dieses Jahr war, das Jahr 2020 war extrem schwer, auch für mich selbst muss ich sagen. Am Ende des Jahres konnte ich wieder ein bisschen Kraft tanken, deswegen danke für euren Support, gerade trotz meiner Inaktivität und vor allem danke für euren Support seit Release von FIFA 21, denn seitdem bringe ich auch wieder wirklich regelmäßig Videos raus. Und deswegen habt ihr heute auch mal wieder so ein Video hier verdient, eine Art Vlog. Und zwar, ihr seht es im Titel, ihr seht es im Thumbnail, wir reden heute über, ja, meinen geliebten FC Hansa Rostock. Denn, ja, die Rückrunde, beziehungsweise der Rest der Hinrunde, der startet am kommenden Wochenende. Die Bundesliga geht ja heute schon los, um Gottes Willen. Da habe ich, gar nicht auf dem Schirm gehabt, gerade so noch bei Kicktipp die Tipps abgegeben, kurz vor Anpfiff. Und, ja, nächste Woche startet die dritte Liga also auch wieder rein. Winterpause gab es nicht wirklich. Aber ich finde, es ist Zeit, mal wieder intensiv über den FCH zu reden. Beziehungsweise etwas intensiver. Ihr erinnert euch an meine Analyse der abgelaufenen Saison 1920. Das seht ihr auch nochmal oben als Infocard eingeblendet, wenn ich es nicht vergesse. Und ansonsten, ja, will ich jetzt nochmal einen kleinen Blick auf die bisherige Hinrunde. Es sind ja 17 von 19 Spielen rum von der Hinrunde. Da kann man, glaube ich, so ein kleines Resümee und Fazit ziehen. Und natürlich auch den Ausblick auf die Rückrunde. Wird es dies Jahr klappen mit dem Aufstieg für den FC Hansa Rostock? Wir schauen rein und deswegen nehme ich euch mit. Ich habe transfermarkt.de aufgemacht, um so einen kleinen Überblick über die Saison zu gelangen. Ich gucke mal, ob ich das noch ein bisschen größer kriege. Es ist alles nicht überprofessionell geregelt, aber um euch noch einen kleinen Überblick zu verschaffen, muss ich auch gewöhnen, dass die Cam jetzt nicht da steht, sondern da für das heutige Video. Rein in diese kleine Analyse. Wir sehen es auch hier, die ersten Spiele wurden sogar noch mit Zuschauern gespielt. Ich durfte bei 2 Spielen live dabei sein. Einmal den DFB-Pokal, der ist hier nicht drauf. Und dann im Drittligaspiel gegen KFC Uerdingen. Aber wir gehen mal rein. Also die Saison, die letzte Saison ist ja abgelaufen. Man hat so erfolgreich gespielt wie schon seit Jahren nicht mehr, auch wenn zum dritten Mal in Folge der 6. Platz herauskam. Trotzdem, meiner Meinung nach, eine gute Saison gespielt. Ich habe es ja im letzten Video, das ich gerade angesprochen habe, erwähnt. Und deswegen startet man jetzt in dieser Saison, ja, mit der Aussicht, endlich nach jetzt fast 10 Jahren aufsteigen zu wollen. Der letzte Abstieg, nee, der letzte Aufstieg ist, wird in diesem Jahr 10 Jahre alt. 2011 ist Hansa nämlich direkt nach dem ersten Abstieg in die dritte Liga wieder hochgegangen in die zweite Liga. Danach leider direkt wieder runter in die dritte Liga. Also seit 2012, also ist jetzt das 9. Drittliga-Jahr, quält Hansa sich mehr oder weniger durch die dritte Liga. Bis 15, 16, 17 quälte man sich sogar viel im Abstiegskampf herum. Die Zeiten haben wir Gott sei Dank hinter uns gelassen, seitdem Pavel Dotschev und danach auch Jens Hertel das Ruder übernommen haben. Auch das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Also man läuft den Ansprüchen des Aufstiegs nicht mehr ganz so weit hinterher wie in der Anfangszeit der dritten Liga. Da hat man ja wirklich große Töne gespuckt, wollte aufsteigen und am Ende, ja, war man froh, dass man wirklich nicht in die Bedeutungslosigkeit der Regionalliga abgestiegen ist. Wenn man vielleicht sogar in der Regionalliga hätte starten können. Das ist alles offen und das sind Gott sei Dank Fragen, mit denen wir uns nicht mehr beschäftigen müssen. Wir sind seit etwa einigen Jahren im Aufschwung. Wir schnuppern so ganz dicht dran, aber auch in diesem Jahr wird deutlich, was Hansa in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt hat, beziehungsweise das große Manko ist, was so ein kleines Problem darstellt. Denn egal, wer das Trikot von Hansa Rostock trägt, egal, wer da spielt, egal, wer da trainiert, immer, wenn Hansa Rostock die Chance hat, ganz oben anzugreifen, sich ganz oben festzusetzen, dann kriegen sie auf die Mütze. Dann kriegen sie auf die Mütze. Ist wie gesagt komplett egal, wer da spielt, wer da agiert. Also der große Sprung gelang nie. Das war sowohl in der letzten Saison, wo man lange dran schnupperte, auch so. Dann gab es halt nur ein Unentschieden gegen Duisburg. Es gab nur ein Unentschieden gegen Kaiserslautern. Es gab die Niederlage gegen Würzburg in der letzten Saison. Und auch in diesem Jahr gab es wieder so ein, zwei Mal den Fall, wo das Ganze so war. Allein schon die letzten Spiele geben da Ausschlaggebendes. Ich versuche gleich nochmal genauer auf die Spiele einzugehen. Aber das hier war so ein Knackpunkt. Normalerweise müsste hier der 2-0-Sieg von Türkgücü, der müsste eigentlich hier hinterm 2-0 von Bayern, weil dieses Spiel ja aufgrund von Corona verschoben wurde. Im Spiel gegen Wiesbaden hat man die Riesenmöglichkeit gehabt, mit einem Sieg auf Platz 1 zu springen. Man verlor zwar 1.
Man hatte dann gegen Meppen mit einem Sieg die Chance auf Platz 2 zu springen. Man verlor nur 2. Gegen Ingolstadt hatte man dann darauf sogar nicht die Chance auf Platz 3 zu springen. Man verlor 1-0. Dann eben die Chance zum Saisonende, letzten Spiel vor der Pause. Man hatte die Chance auf 4-5 zu springen, die hat man dann genutzt. Aber wie gesagt, es ist zu erkennen, was so das Manko ist und woran es genau liegt. Das ist meiner Meinung nach absolut eine Kopfsache, denn die Mannschaft hat die Qualität eigentlich, um da oben mitzumischen. Bis auf Dynamo Dresden sind alle meines Erachtens, bis auf vielleicht 3-4 Teams noch, gleich auf. Also die 3-4 Teams, die dann nach unten eher abfallen, meiner Meinung nach. Deswegen ist meiner Meinung nach die Mannschaft an sich gut zusammengestellt. Man ist bewusst mit nur mit einem Kader von 24 Spielern in die Saison gegangen. Andere Vereine leisten sich da deutlich mehr Spieler, um mehr rotieren zu können. Hansa hat das Problem gehabt, da nicht rotieren zu können. Und dann hatte man wirklich leider das Pech, dass da noch Langzeitverletzte zukamen. Wie zum Beispiel Nils Butzen, der mit Schaden ein Problem auf unbestimmte Zeit ausfällt. Ein Max Rheintaler hat sich einen Sehnenanriss geholt, der fällt mindestens 10 Wochen aus. Und dann kurz vor Weihnachten dann noch der Kreuzbandriss von Maurice Littger, für den ist die Saison komplett gegessen. Also, ja, so eine, ja, man, gut, ein, zwei Verletzungen muss man einkalkulieren, aber auch das hätte man irgendwie aufgefangen, aber das war dann so in der Summe so viel. Die Mannschaft wirkte dann phasenweise überspielt, sie hinkte dann der Form hinterher und ausgerechnet dann ging man auch noch jeweils in Rückstand, obwohl man die bessere Mannschaft war, jeweils. Also, ich will jetzt gar nicht so genau auf die ganze Spiele eingehen, aber wir können ja mal ganz kurz durchgehen. Duisburg, wo ich auch gleich drauf kommen will, ist, man spielt immer eine schlechte Halbzeit so, also regelmäßig. Es gibt kaum ein Spiel, wo man wirklich konstant über 90 Minuten gut performt hat. Es gab immer ein Spiel, wo man mindestens eine Halbzeit lang, ja, geschlafen hat, unkonzentriert halten, keinen Zugriff zum Spiel bekam. Das war gleich am ersten Spieltag zu sehen, die erste Halbzeit gegen Duisburg, die war katastrophal. Zitat eines Kumpels, der während, der eine Dauerkarte hat und der, während ich selber Spiel hatte, in unsere Hansa-WhatsApp-Gruppe getickert hatte, schlechteste Halbzeit, die ich lange gesehen hatte. Und dann zweite Halbzeit drehen sie das Ding. 1-1, 2-1, 3-1, gewonnen am Ende. Gegen Saarbrücken. Unglücklich. Nach 5 Minuten gehst du durch den Elfmeter im Rückstand, weil Breyer von hinten angeköpft wird. Also ich weiß nicht, die Szene, für mich war das nie immer ein Handspiel, weil Breyer, der geht mit Schwung zum Kopfball, hat deswegen die Arme natürlich so. Ich glaube, jeder, der Fußballgeschichte weiß, wie man ungefähr zum Kopfball geht. Und dann kriegt er von hinten den Ball hier hinten gegengeköpft. Und es gibt einen Handelfmeter, ja. In der Folge rennt man an, hat Chancen zum Ausgleich, gelingt nicht am Ende. Ja, pennt man hinten und verliert 2-0. So, gegen Oeding, ganz, ganz schwierig Spiel. Da war ich gleich dabei. Boah, habe ich gedacht, wann, wie einfallslos ist das denn? Reicht wohl wieder nicht dieses Jahr. Aber, na, da hat einfach das System nicht richtig gegriffen. Da fiel Stürmer John Verhoek aus, der sich ja in der Rückrunde der vergangenen Saison wirklich extrem gut entwickelt hatte. Der sich extrem gut entwickelt hatte und deswegen zum Stammspieler wurde. Das System wurde auf ihn zugeschnitten und deswegen hängt so ein Pascal Breyer gerade so außen vor. Der ist einfach ein ganz anderer Stürmertyp. Pascal Breyer ist jemand, der in die Tiefe starten muss, der mit seiner Schnelligkeit kommt, mit seiner Schnelligkeit die Abwehr umspielt. Verhoek ist mehr der klassische Wandspieler, kopfballstark, bullig, legt die Bälle ab und lauert im Strafraum auf seine Chancen. Deswegen ist er aktuell auch bester Torschütze bei Hansa. Leider fällt Breyer, der letzte Saison ja 15 Tore erzielt hat, damit komplett ab. Ist dazu noch außer Form, eine schlechte Sommervorbereitung gespielt. Hat im privaten Umfeld ein paar Probleme gehabt. Das kam so aus der... Das konnte man so in aus den Medien so entnehmen. Und dann ist Breyer leider außen vor, musste dann leider immer auf Außen spielen, weil Jens Hertel dann halt nicht so flexibel ist, um sein Spiel auf zwei Stürmer umzustellen oder Breyer so als hängende Spitze zu probieren. Das war genau sein Ding, wenn er so einen bulligen Verhoek neben sich hat. Er selber könnte da Räume reißen, bis zum Verhoek könnte Räume reißen. Breyer könnte in die Nischen starten. Aber gut, das ist ein anderes Problem, worauf ich mich jetzt nicht weiter äußern will. Aber das hat man gerade im Spiel gegen Oeding gemerkt. Breyer ist da halt nicht dieser Spieler, der für dieses System gemacht war. Das hat Hansa da in dem Spiel verpasst. Dann der Dosenöffner. 3-2-Sieg gegen Ferl. Konsequent, effektiv. Glück gehabt, individueller Fehler führte zum Anschlusstreffer von Ferl. War unglücklich, aber okay. Dann ging es gegen 60. Da war man wirklich ein Spiel auf Augenhöhe. Am Ende vielleicht klar besser. Am Ende liegt ein 60er auf der Linie und hält den mit der Hand eindeutig, dass der Schiri da keinen Elfmeter und Rot gibt. Ja, wer weiß, dann wäre ein Sieg rausgesprungen. Dann Überraschungserfolg in Mannheim, 2-1 gewonnen, das war stark. Und dann das beste Spiel der gesamten Saison, muss man schon sagen. 5-1 gegen Viktoria Köln, das war überragend, da braucht man nichts. Da Hansa noch höher gewinnen müssen, was da Chancen vergeben wurden, das ist Wahnsinn. Köln in einfach total schwach. Dann 0-0 gegen Lautern, gegen die bis dahin sieglos waren. Sagen wir mal so, letztes Jahr oder vor 2 Jahren hätte man so ein Spiel ja noch verloren. Immerhin hat man da einen Punkt geholt. War okay. Dann kam das Spiel gegen Türkgücü nicht, habe ich ja vorhin schon angesprochen, weil man aufgrund einer Corona, von mehreren Corona-Erkrankungen so ein bisschen ja, rausgenommen wurde. 5 Tage Quarantäne, dann 2 Tage Training und gleich wieder ab ins Spiel gegen Halle. 1-1 nur.
Ganz, ganz schlechte erste Halbzeit, zurecht zurückgelegen, dann im zweiten Durchgang Druck gemacht, unentschieden gemacht und leider dann verpasst, das 2-1 zu spielen. Da war mehr drin. Gegen Dresden, ja, komisches Spiel auf jeden Fall gewesen. Dresden war im gesamten Spiel nicht viel besser. Das war so ein Spiel auf Augenhöhe. Das Einzige, was Dresden ausgenutzt hat, die Chancen, die sie bekommen haben, haben sie eiskalt ausgenutzt. Und das waren einfach haarsträubende Fehler von Hansa Rostock, unter anderem Damian Rosbach zum 0-1. Fehlpass auf Kolke. Dresden sagt Danke. Und dann war es gewesen. Das waren so drei individuelle Fehler, die man vermeiden hätte können. Hansa drückte, Hansa kämpfte. Das kann man auch der Mannschaft im gesamten Saison keinen Vorwurf machen. Also, dass sie sich wirklich hängen lässt. Da, also viele schreiben ab und zu mal, gut, auf Facebook braucht man nicht geben, aber da schreiben viele, da fehlt es an Kampfgeist und so weiter. Das kann ich absolut nicht erkennen. Diese Mannschaft ist charakterlich eigentlich mit die beste, die wir seit Jahren haben. Die halten zusammen, man merkt denen an, dass sie wirklich wollen und den Willen kann man dieser Mannschaft absolut nicht absprechen. Das, was der Mannschaft, ja, der große, das, was das große Manko der Mannschaft in dieser Saison ist, sind eben diese individuellen Fehler. Dass da haarsträubende Fehlpässe ohne Not zu Gegentoren führen. Man ist die bessere Mannschaft und liegt dann plötzlich hinten. Das ist im Kopf schwer zu begreifen. Und das ist einfach Konzentrationssachen und da fehlt es eventuell an ein Fünkchen Qualität. Aber den Willen kann man der Mannschaft meiner Meinung nach absolut nicht absprechen. So, dann, um sich zu erholen, gegen Magdeburg macht man auch ein super Auswärtsspiel. Und dann das Angesprochene von mir eben. Man macht hinten so einen Fehlpass, beziehungsweise der Ball verspringt bei der Annahme und ruckzuck führt der Gegner, obwohl die bis dahin gar keine Chancen hatten. Und das war dann nicht nur das erste Mal so. Gott sei Dank hat man das noch ausgeglichen, man spielte 1-1. Am Ende hätte jeder gewinnen können, mit ein bisschen Glück hätte man einen Sieg holen können. Dann gegen Bayern München, da hat man es dann gemerkt, 3 Spiele sieglos, die Mannschaft wollte unbedingt gewinnen. Sie spielte keinen schönen Fußball, aber nutzte die Möglichkeit, die man hatte. Und gewann gegen die kleinen Bayern mit 2-0. Dann kam das Spiel gegen Türkgücü München 3 Tage später, genau das gleiche. Auch da wollte man einfach die 3 Punkte zu Hause behalten und machte ein super Spiel in der ersten Halbzeit, wo man auch hätte 3-0 führen können. In der zweiten Halbzeit hat man es super verteidigt, hat sich super in jeden Ball reingeworfen, Türkgücü überhaupt nicht erst dazu kommen lassen, sich Chancen zu kreieren. Auch das ist eine Qualität meiner Meinung nach. Und deswegen gewann man am Ende hochverdient mit 2-0. Ja, und dann eben die Möglichkeit. Man hatte die Möglichkeit, auf Platz 1 zu springen. Spiel gegen Wiesbaden, erneut ein super Auswärtsspiel, hat Chancen zum 1-0 und dann ein Fehlpass im Spielaufbau von Löhmanns Röben, der sofort bestraft wurde, Wiesbaden bis dahin überhaupt nicht zu sehen, 1-0 zurück. Und das ist eben, was man der Mannschaft ankreiden muss, dieses, ja, erstmal das effektiver werden, man braucht einfach zu viele Chancen, um ein Tor zu schießen, man spielt guten Fußball, man erarbeitet sich wirklich große Chancen, aber es fehlt eben an der letzten Konsequenz. Und das ist natürlich die Sache, die der Mannschaft deswegen fehlt und deswegen steht Hansa aktuell hier oben. Und das ist dann einfach ärgerlich. Das ist jetzt keine Frage an, also keine Grundsatzfrage, ob alles falsch gemacht wird vom Trainerteam und Managerstab, was da so alles immer drin kommt. Da wird zwischenzeitlich wurde der Kopf von Jens Hertel gefordert, was für mich absoluter Blödsinn ist. Meiner Meinung nach ist Jens Hertel der beste Trainer, den man in den letzten 10 Jahren haben konnte. Vor allem für die dritte Liga. Sagt mir einen Trainer, der es besser machen könnte, der auf dem Markt ist und der es besser machen könnte. Ein Steffen Steffen Baumgart könnte ich mir super vorstellen, klar, aber der hat bei Paderborn halt Erfolg, der hat einen guten Vertrag bei Paderborn, der macht da gute Arbeit, der wird sich jetzt nicht freiwillig, weil Hansa anruft, weil das sein Herzensverein ist, sein Jugendverein, oh komm, da gehe ich jetzt sofort hin. Das ist Wunschdenken, das ist Fußballmanager-Denken, das ist Quatsch. Jens Hertel ist meiner nach, vor allem aktuell für die dritte Liga, der beste Trainer, den Hansa haben könnte. Da gibt es keine Frage. Pavel Dotschek war auch gut, ich finde Hertel hat taktisch da noch ein bisschen mehr drauf, sicherlich. Es dauert ein bisschen lange, bis Hertel begreift, dass er was umstellen muss und so weiter. Aber grundsätzlich spielt Hansa erfolgreichen Fußball unter Jens Hertel. Das kann man einfach nicht verschweigen. Wir können ja gern wieder Carsten Baumann, Christian Brandt oder Marc Fascher zurückholen. Ich glaube, die bringen uns keine besseren Zeiten in der dritten Liga. So, und dann eben wieder auch gegen den SV Meppen. Man spielt dominant, man erarbeitet sich jetzt nicht die größten Chancen, aber man hat das Zepter in der Hand. Mit Geduld würde ein 1-0 fallen, aber dann macht man einfach einen extremen Fehler wieder im Spielaufbau. Ein Konter, 1-0 zurück gegen Meppen. Und dann drückt man die gesamte zweite Halbzeit. Und es fällt der Ausgleich einfach nicht. Zweimal trifft man den Pfosten und in der letzten Minute dann der Konter, das war die 94. Minute oder so, mein Gott, dann ist der Elfmeter geschenkt zum 2-0. Im Prinzip war es egal. Klar, dumm von Löhmanns Röhm, wie er da hingeht, einfach laufen lassen, entweder Hellkoll gehen oder nicht. Dumme rote Karte, keine Frage, aber naja. So, dann gegen Ingolstadt auch, man fängt gut an, die ersten 12, 15 Minuten. Hat auch wieder Chancen zum 1-0, macht sie wieder nicht. Wieder pennt man, ein langer Ball, der ist ewig keine in der Luft, keiner geht auf den Mann auf rechts, der dann auch munter sehen allein flanken kann. Und am Langpfosten steht noch ein 18-Jähriger, der sein erstes Profitor erzielt gegen Hansa, weil der munter sehen alleine steht in den eigenen Kämpfen. Meiner Meinung nach kann Kolke den auch halten gegen Ingolstadt, aber okay. Danach, ja, fiel der Mannschaft nicht viel ein, einfach weil sie gebrochen war. Weil es einfach zu häufig war, dass man ein gutes Spiel macht und dann durch einen kleinen Fehler sofort bestraft wurde.
Das ist dann halt so, das ist dann wirklich Kopfsache, das ist dann nicht, das ist eigentlich völlig menschlich, dass man dann nicht sofort wieder reinkommt und Harakiri zum Ausgleich drücken kann. Am Ende hat man noch Pech, dass man die Latte trifft und einen Punkt hat man verdient gehabt, muss, also wenn man oben stehen will, muss man da einen Punkt mitnehmen, hat der Hertel auch so gesagt im Spiel. Ja, und dann kam es zum Spiel gegen Zwickau, vor Weihnachten das letzte Spiel, und da hat man die Marschroute klar erkannt. Man wollte einfach nur 3 Punkte, egal wie scheiße das aussieht. Fußball war da nicht viel. Hansa hat einfach nur klasse verteidigt, hat das Glück gehabt, durch Omladic ein richtig klasse Tor zu machen mit 1-0. Eine schöne Einzelaktion, die auch lange gefehlt hat, weil ein Omladic, ein Spieler wie Omladic, lange in der Hinrunde gefehlt hat. Der war dann endlich da, macht ein tolles Tor, 1-0. Dann erzwingt man sich ein Eigentor durch eine schöne Einzelaktion von Pulido. Auch da wieder so eine Einzelaktion fehlen, da hat man sich von Pulido auch viel mehr erhofft. Macht das 2-0. Zwickau, lange Bälle, drücken und so weiter, aber richtig klare Chancen hatten sie nicht. Hansa hat das klasse verteidigt. Es war nicht schön anzusehen, es war mehr als, es war weniger als durchschnittlicher drittlicher Fußball, das war einfach grottig, aber am Ende war es wichtig, 3 Punkte zu holen. Das hat man der Mannschaft erkannt, man hat der Mannschaft angesehen, wie erleichtert sie nach diesem Sieg waren, und das verstehe ich total, und damit, ja, war es das in der Hinrunde. Ich habe das versucht, hier so mal so ein bisschen aufzuarbeiten, so ein bisschen zu analysieren, und wie gesagt, um das mal aus meiner Sicht einzuschätzen, die Mannschaft ist nicht schlecht zusammengestellt, es sind ein paar Faktoren dazugekommen, die einfach nicht planbar waren, wie eine lange Verletzung von Butz, wie eine lange Verletzung von Rheinthaler. Man hat im Prinzip aktuell nur 3 Innenverteidiger, mit Löhmanns, Röhm, Riedel, Sonnenberg. Rosbach ist für mich leider kein Innenverteidiger, absoluter Totalausfall von den Neuzugängen. Topmann bei den Neuzugängen ist natürlich klar, Bentley, Baxter, Bahn, Triple B, will gerne Bex genannt werden, deswegen nennen wir ihn gerne Bex. Aber der hat, ja, wirklich überragend, was der abgeliefert hat. Für Hook überraschend. Enttäuschung für mich auch Pascal Breyer. Einer meiner Lieblingsspieler im FCH. Ich hoffe wirklich, der wird nicht rausgeekelt oder so, weil er nur auf Außen ran muss, Formschwäche hat. Ich hoffe so sehr, dass er explodiert in der Rückrunde. Und trotzdem, ja, Hertel fordert mehr Flexibilität von ihm. Er ist kein Außenstürmer. Er wird aber leider aufgrund der Unangefochtenheit von John für Hook zum Außenstürmer gemacht. Ja, müssen wir schauen. Jetzt haben sie noch 2 Neuzugänge geholt. Das können wir gerne mal gucken hier auf die Transfers, wenn ich das mal finde. Da haben wir die Neuzugänge, und jetzt hat man noch 2 Mann dazugeholt, nämlich einmal Leon Lauberbach, und Simon Rhein. Das sind wirklich überraschende Transfers. Lauberbach, ausgeliehen von Kiel, ist ein junger Stürmer, der angeblich auch hängende Spitze spielen kann und zur Not auch auf Außen helfen kann. Das wäre dann so der Ersatz für Littga. Da muss dann Breyer mehr in die Bresche springen wahrscheinlich. Finde ich nicht gut, aber ist meiner Meinung nach ein guter Transfer. Weil ich kenne ihn persönlich nicht, den Lauberbach. Bin gespannt, was er bringen kann. Er ist nochmal mit 1,94 nochmal eine ganz andere Kante als für Hook. Mal schauen, was da so geht. Und dann ganz wichtig fürs defensive Mittelfeld, einen Simon Rhein geholt. Der ist meiner Meinung nach schon, boah, klasse. Sieht man auch am Marktwert hier bei Transfermarkt.de. Sicherlich, darauf darf man nicht gehen, aber 500.000 ist schon eine Hausnummer. Wird sicherlich noch nach unten korrigiert aufgrund des Wechsels in die dritte Liga. Aber trotzdem, der Mann kann was. Ist ein junger Spieler auch noch mit 22 Jahren. Das ist also auf jeden Fall schon mal eine gute Verstärkung. Finde ich persönlich gut, da hat man gut vorgesorgt. Einen will man eventuell noch holen, kommt auch an, wie die Verletztenliste so reagiert. Wenn Nils Butzen zurück ist, hat man ja gerade auf Außen als Außenverteidiger und auf der 8-6 auch noch so ein bisschen Alternativen mehr. Löhmanns Röhm scheint für die Innenverteidigung eingeplant zu sein, denke ich mal, sonst hätte man Rhein nicht geholt. Wobei Löhmanns Röhm ja auch als Innenverteidiger auch besser gefallen hat als Sechser. Da macht er einfach nicht zu viele Fehler. Auf der 6 war er irgendwie so, ja, ich will es schön machen, aber kann es eigentlich nicht. Also, was man Löhmanns Röhm lassen muss, klasse Grätschen, klasse Einsatz immer wieder. Diagonalbälle, die wirklich auf den Punkt genau ankommen, aber leider auch extrem viele Fehlpässe im Aufbau, wo schon das ein oder andere Gegentor oder die ein oder andere Großchance für den Gegner herausgesprungen ist. Das muss er abstellen, aber ich glaube, das kriegt man mit 29 Jahren schwer abgestellt. Ja, aber das ist so erstmal so das, was ich am meisten so zur Hinrunde sagen kann. Was ist der Ausblick? Wenn man es schafft, wieder Konstanz reinzukriegen, wenn man es schafft, diese Fehlerquote abzustellen, die dann halt zu Gegentoren führen und dass man wieder einen Rückstand hinterherlaufen muss, dann ist Hansa meiner Meinung nach eindeutig ein Favorit für ganz oben. Also gut, für Platz 1 wird es nicht reichen. Dynamo Dresden hat seine Qualität jetzt ausgespielt, die man am Anfang der Saison auch erwartet hatte. Die haben einfach die besten Drittligaspieler geholt nach ihrem Abstieg. Die haben am Anfang ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, sind dann letztendlich aber richtig ins Rollen gekommen, sind zu Recht da oben auch jetzt. Aber auf Platz 2, 3 könnte Hansa kommen, wie gesagt, wenn man es schafft, Konstanz reinzukriegen, wenn man es schafft, diese Fehlerquote zu minimieren, also sich die Gegentore nicht selber reinlegt, also das ist ja wirklich, war wirklich Wahnsinn. Jeder Hansa-Fan, glaube ich, kann mich da verstehen. Ansonsten, wie gesagt, ist die Mannschaft nicht schlecht zusammengestellt. Das passt zusammen. Und am Ende hat man, glaube ich, auch wirklich die Möglichkeit, ganz oben anzugreifen. Da glaube ich fest dran, und ich hoffe es ganz toll, dass es dieses Jahr klappt. Wenn nicht, greifen wir nächstes Jahr wieder an. Und ja, zum Trainer habe ich auch alles gesagt. Das, ja, war so erstmal so ein bisschen meine Analyse. Wenn ihr auch Hansa-Fans schreibt, dann schreibt doch mal gerne eure Meinung zu der bisherigen Saison in die Kommentare. Würde ich mich gerne ein bisschen mit euch dazu austauschen.
Wenn ihr keine Hansa-Fans seid, sagt doch mal, schreibt doch auch mal in die Kommentare, was ihr so von Hansa Rostock haltet und was ihr ihnen zutraut. Ja, ich gehe jetzt Bundesliga gucken. Macht's gut, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.